Jo, nice. Ja, und ich muss jetzt schon sagen, also das ist das erste Mal, dass ich Skyblock spiele. Und ich kann, glaube ich, jetzt schon sagen, ich habe mein Leben lang, abgesehen von Shivaxis RL Craft, noch kein so anspruchsvolles, wie soll ich sagen, Modpack gespielt. Weil du startest halt einfach mal im Nichts. Du hast genau einen Erdblock und auf diesem Erdblock hast du einen Sapling. Du startest dann noch mit Bone Meal, Lava und Wasser und noch ein paar anderen Kleinigkeiten. Und du musst dann eben mit diesem Hammer, du musst zuerst Cobblestone produzieren, dann musst du mit dem Hammer den Cobblestone abbauen, dann bekommst du Gravel. Und den Gravel musst du dann wieder abbauen, damit du Sand bekommst. Ich bin jetzt gerade dabei, dass wir es schaffen, eine Tinker Smeltery zu machen. Weil die Rezepte sind viel, 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 viel komplizierter als beispielsweise in After Humans. Und das, obwohl es beides auf derselben Version von Minecraft spielt. Es spielt beides auf der 1.7.10. Aber es ist einfach so hart. Weil du musst dann den Gravel entweder hier im einfachen Sieb machen oder du baust dir Compressed Gravel. Ich zeig das mal ganz kurz. So. Einen Compressed Gravel. Und diesen Compressed Gravel packst dann hier rein, siebst den durch das Heavy Oak Sieve und da bekommst du Rohstoffe raus. Die Rohstoffe sehen dann im Endeffekt so aus, die du rausbekommst. Und sagen wir mal, ich will jetzt Eisen haben, dann muss ich hergehen, da habe ich jetzt Eisen, Broken Iron Ore. Den Broken Iron Ore muss ich dann so zusammenfügen. Zu Iron Ore Gravel. Und dann kann ich den erst schmelzen und bekomme daraus dann Eisen. Wie man sieht, es sind schon ein paar Leute hier. Noch Blöcke mit. Thunfischeis, ich grüße dir. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, wo man vom Teufel spricht. Derjenige, der das Projekt hier leitet und macht, ist jetzt also auch mit am Start. Ich freue mich. Wir sind ganz kurz vielleicht noch zum Projekt an sich etwas gesagt. Wir sind in Mods, also in Mods ja, in Gruppen eingeteilt. Also jeweils in Vierergruppen. Das ist hier nicht meine Gruppe. Meine Gruppe ist gerade verstreut in aller Herrens Lande, weil ja. Ich hasse dich. Ich will auch den Cobble Generator. Also wenn du jetzt den automatischen meinst. Auf jeden Fall. Meine Leute sind halt gerade ein bisschen aufgeteilt in aller Herrens Länder. Und okay, ich schau mal ganz kurz vorbei. Slash Warp Imperia. Ja, danke für nix. Ich spawn in den Busch. Ah, okay. Ich komme da sogar wieder raus. Ah, so meinst du. Okay. Ja, ich sehe schon. Ja, das mit den Workbenches hat zum Beispiel bei uns nicht funktioniert. Bei uns ist da die Welt, also bei uns ist fast die Base abgefackelt. Blockbreaker. Okay, nice. Nice, nice, nice. Ja, ich war in einem Baum. Ich bin da schon wieder raus. Aber sieht gut aus. Naja, ich werde jetzt mal ganz kurz wieder den hier machen. Slash Warp DW4.
slash warp dw4. Au. Ja. Deshalb habe ich zum Beispiel jetzt einfach den hier gemacht. Weil ja, jetzt brennt es halt nicht mehr. Ja, Autokorrektur, wer kennt's nicht. Auf jeden Fall weiß ich mittlerweile, weil ich mich im Internet, das Internet ist für uns alle Neuland, ein bisschen informiert habe. Ich muss dann den Gravel wieder hinbauen und dann nochmal mit dem Hammer abbauen und dann bekommen wir erst Sand. Und jetzt kommt das Wunderschöne, weil wir wissen ja alle, wenn ich jetzt eben hier die Seared Bricks machen will, dann braucht man ja dafür Grout. Und für Grout braucht man ja Gravel, Sand und Lehm. Also Gravel und Sand wissen wir schon mal, wo wir herbekommen, aber jetzt kommen wir zu Lehm. Und da habe ich mir überlegt, wir nutzen dafür... dieses Rezept, glaube ich, oder? Nö, warte mal. Ich weiß es nicht, wo der ist. Ich weiß, normalerweise hat man zu Beginn einen, aber der könnte im Inventar von einem der Jungs stecken. Das ist das Problem. Deshalb muss ich jetzt gerade schauen, wie ich am besten Lehm herbekomme. Ja. Das mit Wasser? Mit dem Alchemist Reset? Meinst du das? Oder Mana Infusion? Ich schau da mal ganz kurz, vielleicht kommt ja noch was. Weil die Slag-Dinger bekommen wir halt nicht. Die Slag-Dinger bekommen nur hier aus dem Induction Smelter mit raus als Nebenprodukt. Echsenhealer? Ja, eben, Slang ist zu teuer. Da sehe ich jetzt halt auch nicht wirklich was. Hier in diesem Crucible? Oder im Stone Barrel oder so? Kann ich es da herstellen? Oder. Nach dem Clayblock Recipe, okay. Alles klar. Und das bekomme ich wie? Okay. Also wenn wir Sand zerkloppen, bekommen wir Staub. Nice. Danke, Thunfisch. Danke, lieber Thunfisch. Ah, ich liebe sie, der Herr. Ja, gut. Auf der einen Seite freue ich mich gerade wie eine kleine Eisprinzessin und auf der anderen Seite denke ich mir gerade nur so, alles klar, Mann, ich hasse mein Leben. Aus dem schlicht und ergreifend einfachen Grund haben wir überhaupt Buckets. Wir haben keine Buckets. Ich hasse meine Teammates. Sie werden schmoren. Sie werden Höllenqualen schmoren. Ich habe ihnen gestern doch gesagt, es wird Tote geben, es wird unschuldige Leben treffen. Ach ja, dafür brauche ich ja auch wieder den Hammer. Oh Gott, das war ja so irgendwie, oder? Nö. Warte mal. Schauen wir mal kurz. Das war ganz komisch mit so... Weißt du schon? Yo, die Iron Blades. Mit 11 Eisen. Alter. Bist du bekloppt?
da mit diesem Forgehammer und dafür brauchen alles klar. Ach ja, dafür brauchen wir zuerst den Oak Oven. Oh Gott. Alter. Das ist einfach so heftig. Vielleicht so. Ja, ich meine, Eisen haben wir ja genug, aber da sind die, die ich gesucht habe. Die Coke Bricks. Alles klar, und dafür brauchen wir zuerst mal Lehm. Und Bricks. Alles klar. Oh Gott. Ich hasse es. Ich hasse Gott und die Welt. Wo habe ich mich da... Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Ja gut. Ich gehe noch ein bisschen Staub zuerst farmen. Ja. Ganz toll. Oh mein Gott. Worauf habe ich mich hier eingelassen? So, ich weiß, ich habe eigentlich zu meinen Teammates gesagt, wir wollen keine Dias verwenden, aber in dem Fall wird es nichts helfen. Wie heißt denn der Hammer hier? Da. Okay, da brauchen wir zum Glück nur zwei. Das ist vortrefflich. So. Jo. Nice. Gangcraft, ich grüße dir. Schön, dass du mit am Start bist. Ich freue mich. Sehr schön. Habe ich jetzt das Eisen... Ja klar, habe ich das Eisen jetzt da reingepackt. Oh mein Gott. Teilweise bin ich einfach so weird in der Marille. Ja. Jo, habe ich gerade gesehen. Also, das ist schon mal verknuserbar. Das Einzige, was jetzt gerade ein bisschen abfuckt, ist, dass offenbar meine Teammates die ganze gute Spezialausrüstung und so weiter in ihren Inventars haben. Das ist jetzt leicht nervig. Da hätten wir uns vielleicht besser abreden sollen, dass so wichtige Items wie dieser Chicken Stick hier bleiben. Also vielleicht einfach in der Truhe oder so. Ja, lol. Ich finde das jetzt gar nicht so lustig. Warum haben die Bekloppten eigentlich hier die Slaps drauf gemacht? Oh! Alles klar, deshalb... Nein. Okay, das sind aber nur Wasser. Ja gut, ich meine, Wasser werden wir auch noch ordentlich brauchen. Alles klar. So, muss ich schneller sein wie der Regen. Ja, oder ich lasse das einfach mal, solange der Regen ist. Oh, worauf habe ich mich hier eingelassen? Ich meine, es macht echt Spaß, es macht echt Laune. Macht Compressed Gravel? Hä? Okay. Nee, also es macht halt echt einfach verdammt Laune. Es macht verdammt gut Laune. Ich will das machen, dann den Coke Oven. Ah, okay. Da arbeitet auch gerade jemand auf den Coke Oven hin. Weißt du, ich schreibe gestern noch so mit ihnen,
in unserer Discord-Gruppe, ja nee, da musst du einen Stirling Generator machen von End.io, da musst du dies, das, das, Automatisierung. Ich wusste nicht mal, wie schlecht es um uns eigentlich beschert ist. Oh Gott. Hätte ich das mal vorher gewusst. Oh Gott. Ja. Wir schauen einfach mal. Wir schauen jetzt einfach einmal, wie gut wir vorankommen und. Oh mein Gott. Okay, die Mod ist anscheinend nicht drin oder sieht wirklich nur genau das gleiche raus. So. Ich meinte Pandy, weil ich den. Ja, hier geht's gerade auch so ein bisschen ab, wie es aussieht. Aber naja, davon wollen wir uns mal nicht beirren lassen. Also ich muss echt immer wieder sagen, die Mod hier ist einfach krass. Also das Mod-Paket. Wir müssen jetzt halt echt einfach von null alles herauf erschaffen. Also, ja, ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Ich meine, die haben schon großartig einen Autosieve gebaut, haben aber offenbar, ich weiß nicht, haben sie es nicht gewusst oder haben sie es verpeilt, auf jeden Fall. Craften.
So. Also es ist echt einfach hart, hart, hart. Anders kann ich es hier nicht sagen. Vor allem da bekommen wir halt auch nichts rein. Da bräuchten wir jetzt einen Eimer. Aber nee, Eimer haben wir nicht. Oh Gott.